Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Vorstellung von dem nächste Woche erscheinenden DLC. Together for Victory heißt das. Am 15. Dezember soll das kommen für 15 Euro oder 15 Dollar. So ganz habe ich es noch nicht ganz verstanden. Auf der Webseite von Paradox ist 15 Euro. Hier steht es für 15 Dollar. Keine Ahnung. Also wenn ihr diesen einen Dings da habt, diesen komischen Expansion Pass oder wie das Ding da heißt, dann kriegt ihr es eh umsonst. Ich glaube, sind ja die ersten zwei, die ihr umsonst dazu bekommt. So, aber was soll da eigentlich drin sein in dem Teil? Ich habe mir nämlich mal das Video angeguckt, den Developer Diary und das Ganze, was da halt so runtergeschrieben wird. Und im Grunde genommen, was da drin ist, ihr kriegt eigentlich gar nichts dafür, wenn ich das mal so sagen darf, um das mal ganz meine Meinung schon mal platt zu treten hier. Aber vielleicht ins Detail, was kriegt ihr denn, was gar nichts ist? Ihr kriegt im Prinzip das Commonwealth gebufft. Das ist das, was der Patch zum Hauptteil macht. Der macht noch ein paar andere Sachen, keine Frage. Aber vieles davon halt auch in dem Patch, der umsonst ist, kommt. Aber das DLC gibt euch eigentlich für Commonwealth mehr Optionen. Also zum Beispiel kriegt ihr neue Focus Tree für Australien, Kanada, Indien, ne? Diese Commonwealth-Länder eben. Und da könnt ihr dann verschiedene Sachen anklicken, wie zum Beispiel, dass sie sich unabhängig machen sollen von den Commonwealth. Dass die Inder meinetwegen mit den Deutschen zusammenarbeiten, kann man dann im Focus Tree auswählen. Was ja eigentlich ganz witzig und alles erstmal klingt, so auf den ersten Blick. Das Ding ist halt nur, wenn ihr, ich weiß nicht, wie oft ihr schon mal mit Indien gespielt habt oder mit Kanada, ihr habt halt dann aufs Gameplay fast gar keinen Einfluss. Also ihr habt dann irgendwie, ihr habt sehr wenig Manpower, sehr wenig Industrie. Ihr könnt halt wirklich nicht irgendwas machen mit diesen Zahlen, die ihr da habt. Ne? Ist natürlich eure Frage, also wenn ihr Kanada spielt, ob ihr halt einfach Bock habt, mit Kanada ja nichts zu machen und erwarten, dass der Amerikaner runter ist und seinem Kontinent das zu erobern, weil die KI zu doof ist, ihre Hauptstadt zu verteidigen. Aber ansonsten kriegt ihr halt Länder, mit denen ihr leider nichts machen könnt und weswegen diese Commonwealth-Mechaniken aus meiner Sicht für mich persönlich nicht attraktiv genug sind. Also muss nicht jeder Deutschland und Russland spielen, um die Welt zu erobern, keine Frage. Aber dass ihr jetzt Commonwealth-Länder einfach mehr in die Tiefe gehen könnt, ich sehe nicht ganz, wo das hinführen soll. Selbst wenn ich mit Indien jetzt im politischen Fokus-Tree verbünden würde, mit Deutschland und dagegen England kämpfe, was soll ich mit Indien machen? Also da könnt ihr halt ein bisschen rechts, ein bisschen links erobern, vielleicht gegen den Russen ein bisschen Krieg führen. Aber auch hier, ich sehe halt, ich persönlich, für mich als Spieler, ich sehe nicht den Reiz dabei. Aber das ist das, das in den Fokus gelegt hat. Ihr habt einfach jetzt fürs Commonwealth, habt ihr einfach den Fokus-Tree, haben die jetzt erweitert für 15 Euro. So, was ihr dann noch habt, sind so ein paar neue Optionen drin. Spearheads, die sicher, warum die hier von Landinvasionen sprechen. Der Spearhead, wie der funktioniert, haben sie im Video gezeigt, ist nichts anderes, als was der Battleplan jetzt auch schon macht, wo ihr halt einen Pfeil quasi zieht. Ihr sagt, also ihr habt ja beim Battleplan habt ihr die Grenze, ne, von eurem Land zum anderen Land. Und dann zieht ihr eine neue Grenze im gegnerischen Land und wenn der Battleplan aktiviert, laufen die halt zu der neuen Grenze. Ne? Das haben die normalerweise ja gleichzeitig gemacht, von links nach rechts dann, wenn ihr so möchtet. Also immer einen Schwank nach dem anderen. Dieser Spearhead, den sie jetzt so schön groß herausstellen hier vorne, der wohl auch nicht mit dem Patch kommt, worüber sich die Leute im Forum aufregen, und nur im DLC, also braucht 15 Euro für diese Standardoption jetzt. Der macht das jetzt wohl so, was ich im Video gesehen habe, dass ihr einfach mit der Maus die Sektoren anklicken könnt, in welcher Reihenfolge die erobert werden sollen. Da ist die ganze Veränderung drin. Also mir ist das eigentlich gar nicht. Das hättet ihr vorher aber auch machen können, einfach per Hand ziehen, wenn ich das mal so sagen darf. Ihr könnt damit ja keine riesen Offensiven planen. Es ist ja nicht so, dass ihr mit einer If-Then-Bedingung verknüpfen könnt. Ne? Also wenn ich Leningrad gerade erobert habe, dann rückt er gegen Moskau vor oder so. Das ist ja nicht. Da ist nichts Komplexes bei. Das ist einfach nur, dass ihr jetzt diesen einen Streifen, den ihr halt ne, von oben unten ziehen konntet, den könnt ihr halt jetzt von einem Sektor zum anderen ziehen, was für mich persönlich keinen großen Einfluss aufs Gameplay haben würde. So, das nächste, was ihr habt, ist dieser Continuous Focus hier vorne. Das bedeutet einfach nur, die Focus Tree waren ja alle, also aus meiner Sicht waren die halt nicht gut designt, weil ja manchen Focus Tree oder eigentlich schon viele bei 1940 komplett durch wart. Ne? Das heißt, nach 1940 hatte, also wenn ihr mit Deutschland gespielt habt, klar, der hatte mehr politische Punkte, aber es gab ja viele Focus Tree, die waren einfach sehr, sehr früh im Spielverlauf schon fertig und hat die politische Power eigentlich für gar nichts mehr gebraucht und den politischen Tree auch nie angeklickt. Also dieser Focus Tree, der war sehr häufig was fürs Early Game, manchmal auch was fürs Mid Game und nie was fürs Late Game. Was eigentlich total doof ist, weil die halt, also die haben einfach schlecht designt, muss man sagen. Da hätte ich mir 1000 Sachen, hätte ich da, könnte ich euch das vorschlagen, wie man das verbessern könnte. Und was die jetzt aber jetzt eingeführt haben für eine Verbesserung, ist dieses Continuous Focuses. Das ist einfach nur links unten im Focus Tree, habt ihr da eine neue Option, wo ihr Sachen anklicken könnt, dann produziert ihr eben Flugzeuge schneller oder so, wenn ihr es langsam hochschaltet. Das ist nicht wirklich was freischalten, das anklicken und dann ist das automatisch an, die ganze Zeit. Und das war's dann. Also das ist nicht so, dass ihr da viele, also ihr könnt Entscheidungen treffen, aber im Grunde genommen macht ihr da nichts. Also ihr klickt das einmal an, ne? In der deutschen Seite, ihr stellt halt dann Mid-Late-Game-Panzer her, ne? Oder baut da den Flugzeug-Spam, weil das Ding halt doof ist, das Spiel. Dann klickt ihr eben auf Flugzeugproduktion da und dann klickt ihr halt nie wieder den Rest des Spieles da rein. Das ist nicht so wie der eigentliche Focus-Tree, der ja doch ganz gut eigentlich gemacht war. Nur eben, da fehlten halt, ne, die Zahlen haben halt nicht gestimmt.
Und das ist halt diese Erneuerung, die jetzt reinkommt, dieses Continuous Focus. Das ist nicht wirklich der große Wurf, ist auf jeden Fall die richtige Richtung, aber ich hätte mir da viel mehr gewünscht. Also man hätte, nur mal ein Beispiel zu nehmen, man hätte ja auch sagen können, wenn es da Ereignisse gibt, zum Beispiel Anschluss Österreich, da gibt es ja immer Bedingungen und dann der die Belohnung, ne, wenn man das erfüllt hat. Da hätte man ja sagen können, dieser Anschluss Österreich, die Bedingung ist halt nicht irgendwie 300.000 Mann haben, sondern die Bedingung ist nur 200.000 Mann haben, könnte man dann auswählen, eine Bedingung 300.000 oder 200.000 Mann. Und die Belohnung ist dann eben die österreichische, wenn man Österreich bekommt, kriegt man halt eben 90% der Armee oder 50% der Armee, so dass man eben, ne, da ein bisschen mehr rumspielen könnte. Das hätte halt mehr in die Tiefe gegangen und dann hätten auch die Kosten bei 300.000 Mann, müsst ihr halt mehr politische Punkte ausgeben als bei 200.000 Mann Bedingungen. Ne? Da hätte man so viel dran machen können an diesen Sachen und das hätte auch mehr Spielgefühl gegeben. Den Weg, den die gegangen sind, ist halt einen Knopf anklicken, Continuous, nie wieder reingucken, fertig. Finde ich ehrlich gesagt nicht gut gemacht. Ja, jeder wie er möchte, aber mir gefällt es halt nicht. So, alternative History bezieht sich aber, soweit ich das gesehen habe, nur auf ja, Dominions Nations, was ja, wenn ich das richtig verstehe, nur die Commonwealth-Sachen sind. Ne? Also ja, Südafrika zum Beispiel. Also wenn ihr Südafrika spielt, ihr macht eine kommunistische Revolution, dann seid ihr immer noch in Südafrika. Und wenn ihr halt Kommunist seid, macht ihr da trotzdem nichts anderes. Also es ist halt Südafrika bleibt Südafrika. Ich sehe nicht ganz, wieso, also wir spielen ja hier kein EO4 oder so. Ja, das ist ja reingezwängt hier in den Zweiten Weltkrieg, was ja auch richtig ist. Und das hat dann halt mit Kampfkraft zu tun. Und ihr habt ja nicht irgendwie mehrere hundert Jahre, um euch zu entwickeln und so weiter. Und diese Geschichte, dass ihr jetzt für Südafrika zum Beispiel, aber vielleicht auch für Australien, eine alternative History machen könnt, also ich sehe tatsächlich nicht, wo das ins Gameplay irgendwo hinführt, wo ihr dann sinnvoll was mitmachen könntet. Ich stehe allein mit meiner Meinung. Das ist mir schon klar. Ich war eben im Forum und alle Leute sagen das zum DLC. Also es gibt ein paar, die sagen es so ähnlich wie ich und noch ein bisschen anders. Aber die meisten sagen halt, man sieht das immer in den Likes ja da, ne, bei den Kommentaren. Das wird sicher super DLC, die sind alle begeistert davon. Also ich weiß, dass ich hier der Außenseiter bin. Aber wenn ich jetzt nur mal für mich als Spieler sage, ich weiß, ich bin da ein bisschen mehr Hardcore vielleicht, ich sehe nicht, wie jetzt Südafrika kommunistisch machen, für mich den Spielspaß insgesamt erhöht. Ne? Das sehe ich halt überhaupt nicht kommen. Jetzt hätte es sicher ein paar kleine Länder gegeben, da wäre das witzig gewesen, ein paar Optionen. Also was weiß ich zum Beispiel, Frankreich mit der Option, dass man sich halt Deutschland freiwillig anschließen kann, als Verbündeter mitspielt oder so, das haben sie jetzt nicht eingeführt. Da hätte ich mir zwei, drei Dinge vorstellen können. Wäre auch nicht der große Wurf, aber sicher besser als ein kommunistisches Südafrika. Also, ich weiß halt nicht. Ne? Oder meinetwegen Australien, was sie mit Japan verbündet und dann durch Lend-Lease Sachen erforschen kann von der KI. Ne? Oder was weiß ich, da gibt es eine Menge Sachen, aber das, also faschistisches Kanada, okay, ich weiß nicht. Na gut, ich glaube, faschistisches Kanada gab es doch eh schon, oder? Das war doch in diesem generischen Tree sowieso drin. Oder vertue ich mich da gerade? Egal. Tech-Sharing ist jetzt drin. Tatsächlich ist das nicht so 100% klar mit dem Tech-Sharing. Also wenn ich das verstanden habe, wenn ihr nämlich die Beschreibung auf der Website von denen anguckt, da sagen die halt, dass Tech-Sharing nur das Commonwealth, dass das darauf anwendbar ist. Hier vorne steht das jetzt nicht. Hier steht jetzt Advanced Grand Power, bla bla bla. Da haben die einfach auf ihrer eigenen Webseite das falsch geschrieben. Auf der eigenen Webseite von Paradox steht, nur die Commonwealth-Nationen können Technologien miteinander teilen. Steht da. Da habe ich mich direkt an den Kopf gefasst, aber hier steht es tatsächlich anders. Das hätte auch keinen Sinn gemacht. Ich vermute mal, Tech-Sharing geht es mit allen Nationen. Er soll wohl so funktionieren, dass er einfach minimal schneller tagt, wenn das einer schon hat, eine große Power, wo er zugehört. Was sicher eine sinnvolle Sache ist und auch ganz nett gemacht. An der Stelle würde ich auch wieder fragen, ist das ein 15-Euro-Tool, wird das nicht ein normaler Patch und muss das überhaupt sein? Aber ist sicher in die richtige Richtung. Combat Log kommt jetzt rein, damit man einfach sieht, wo die Verluste sind. Hier muss ich sagen, was ich bisher vom Combat Log gesehen habe, die Bilder, die, also ihr könnt euch die Videos angucken, die haben ja ein paar davon. Ne? Und was ich da gesehen habe, ist, dass sich das nur auf Bodeneinheiten beruht. Also ihr seht wohl nicht, wie Schiffe versenkt werden, wie da die Seeschlacht war im Detail. Ihr habt immer noch einen kleinen Bubble nur, wenn ich einer wegklicke im Multiplayer, dann hat er ja, Pech gehabt, kriegt ja halt der zweite Spieler keine Infos. Ja, und für Flugzeuge sowieso nicht, dass ihr endlich mal wisst, oh, welches Flugzeug hat welches Flugzeug abgeschossen, so immer noch nicht, nada, gar nichts. Oder wenn Bomberangriffe, strategische Bomber, ne, wie viele Fabriken haben die vernichtet, wie viele Straßen im letzten Jahr, nix da. Da gibt es eine generische Zahl, mit der ihr nichts anfangen könnt, immer noch, die ihr nach klein in den oben rechts in der Ecke suchen müsst, wenn ihr den Button für Grafiken angeklickt habt. Also da kommt ja keine Informationen mehr, außer dass eben jetzt für Infanteriekämpfe, Panzerkämpfe, was am Boden ist, kriegt ihr ein paar Infos. Die Zahlen, die ich bisher gesehen habe, lassen vermuten, dass tatsächlich der Krieg ungefähr so 5 bis 10% der Verluste ausmacht von allen Ländern, was man bisher sehen konnte. Und irgendwie 90% aller Verluste kommen durch Attrition, weil das System da vielleicht ein bisschen komisch gebalanced ist. Also wir sind ja nicht im amerikanischen Bürgerkrieg, wo das 50-50 war, ja, oder noch mehr. Wir sind ja im Zweiten Weltkrieg hier. Also ich weiß halt nicht, ob irgendwie 90 und mehr Prozent der Verluste
nicht wirklich durch Kriegshandlungen gekommen sind. Also, ich vermute schon, dass im Krieg da ab und an mal ein paar Soldaten gestorben sind. Also, nur weil euer Panzer liegen bleibt, ist es ja nicht so, dass ihr tatsächlich die gesamte Armee dann auf einmal verliert, ne? Also, wenn ein Panzer liegen bleibt, dann bleibt ja nicht das Ganze, die ganze Division liegen. Also, das ist schon ein bisschen exzessiv, wenn man sich die Combat-Logs anguckt, was eher wieder für nicht das beste Balancing da ein bisschen spricht an der Stelle. Ist aber kein Drama, ihr habt auf jeden Fall mehr Informationen und auch hier in die richtige Richtung, aber wieder nur ein halbherziger Wurf und 15 Euro ein schlechter Wurf aus meiner Sicht wieder persönlich. Request Land Lease, das ist halt albern, das ist halt ein mehr Knopf bei Politik, ne? Jetzt könnt ihr halt nach Land Lease fragen, dass sie euch das geben. Super. Ich bin schon mal sehr kritisch, wenn sowas in den Features-Listen drin steht, dann bin ich super kritisch. Weil das ist so ein kleines Ding, das gehört eigentlich die Patch Notes an eine kleine Ecke irgendwo. Und wenn das als Feature beim DLC steht, lasse ich normalerweise schon die Finger davon. Also Tech Sharing ist ja echt das gleiche in Grün. Ich weiß halt nicht, also das sind doch keine Features, ja. Also es ist schon ein Feature irgendwo, aber das ist so klein vom Umfang. Also die haben, vorher gab es ja Land Lease und jetzt könnt ihr Request Land Lease machen. Das heißt, sie haben eigentlich das gleiche Ding genommen und haben es nur beidseitig jetzt gemacht, ne? Also dass man auch in die andere Richtung Land Lease haben kann. Sorry, aber das war Programmierarbeit, was, eine halbe Stunde? Also da habe ich wenig Verständnis für, das unter 15 Euro zu verkaufen. Vor allem kriegt ihr das ja auch nur, wenn ihr 15 Euro bezahlt. Ihr kriegt es nicht mit dem dreckigen Patch, der dazu kommt. Das ist schon ein schönes Stück, ja. Na gut, New Art, haben Sie wieder nicht richtig geschrieben, sich nur New Art hierbei, sondern die haben Musik dabei, die haben neue Sprachausgabe für die Soldaten bei. Und mit der New Art meinen die Skins für die Soldaten, was aber glaube ich nur aufs Commonwealth wieder bezogen war, was ich im Video zumindest gehört habe bisher. Ja, ja, und Unit Designs, da soll es wohl neue Icons geben, okay. Ja, das war's eigentlich. Das ist das 15-Euro-DLC, der große Wurf, um Hearts of Iron 4 wieder auf den Radar zu bringen, kurz vor Weihnachten. Wie gesagt, ich habe im Forum nachgeguckt. Ich persönlich finde es halt, ne, wie ihr mitbekommen habt, finde es halt schlecht, wirklich schlecht. Das, was sie verbessern, das ist minimal. Dann verbessern sie es für die falschen Sachen, weil Commonwealth, ich habe noch nie in meinem Leben England gespielt, Commonwealth gespielt in irgendeiner Form. England habe ich, glaube ich, ein einziges Mal gespielt. Aber ich habe jetzt sicher nicht Südafrika, Kanada oder Australien spielen. Das macht halt einfach gar keinen Sinn von den Zahlen. Also nur weil Australien da eine riesen Landfläche hat, die sind halt ein bisschen größer als Belgien, was die Bevölkerung und die Industrie angeht, ne? Ja, also das könnte halt knicken. Das macht gar keinen Sinn. Und von da ist das halt ein Patch, der absolut in die falsche Richtung geht. Ja, das war's eigentlich. Wie gesagt, im Forum. Die sind super begeistert davon. Also es gibt ein paar, wie gesagt, die sind auch kritisch, aber in aller Regel sind die begeistert, was man da sieht. Ich persönlich kann den Standard Hearts of Iron 4 Spiele überhaupt nicht nachvollziehen an der Stelle. Wenn ihr mich gefragt hättet, was hätten wir im DLC gewollt, ne? Die Liste gibt es natürlich im Forum auch, könnt ihr euch angucken. Gibt es viele Leute, die dazu Sachen geschrieben haben. Aber zum Beispiel die OOB-Geschichte, ne? Mit der Hierarchie, dass man einfach da mal einen dritten Level rein, muss ja nicht fünf oder sechs Level sein wie bei Hoi 3, aber ein dritter Level wäre schon schön, wenn weniger spammy ist. Dass vielleicht die Templates, die alle kritisieren, das Problem ist ja halt, dass die KI spammt da kleine Templates, ne? Und dann spammt die dadurch eben Divisionen überall auf der ganzen Map, dann wird alles unübersichtlich. Da hätte man dran arbeiten können, man hätte machen können, dass nicht, weil eine Division kleiner ist, die automatisch in der Summe mehr Orga hat als eine große Division, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Ne, sowas hätte man ändern können, man hätte mehr Trades einführen können für die Kommandeure, dass man da nicht diese generischen hat. Ob ich einen Rommel nehme oder irgendeinen anderen Kommandeur, ist völlig gleichgültig, weil die alle generisch sind. Ihr guckt auf den Level, ihr guckt vielleicht nochmal auf den Trade und da gibt es auch nur einen Trade pro Combat, also pro Terrain gibt es im Prinzip einen Trade, ne? Plus noch ein paar extra, wenn ihr Feldmarschall habt und so. Aber im Grunde genommen gibt es da nicht wirklich die Auswahl. Es gibt immer nur eine perfekte Lösung im Prinzip für einen Durchgang. Nicht wie bei Hoi 3, wo ihr alles Mögliche machen konntet. Da hätte man halt auch dran arbeiten können. Es gibt halt so viele Baustellen, die auch im Forum zum Teil stehen. Nicht alles, weil manche Leute denken halt, ne, lassen wir es mal, aber ne? Also, ich weiß schon, ich will ja nicht zu Hardcore da reingehen, aber es gab schon genug Baustellen, wo die hätten dran arbeiten können. In jeder Hinsicht. Und die haben sich dafür entschieden, einfach das Commonwealth jetzt zu fokussieren. Also ich bin super, super unzufrieden damit. Und ich kann auch wirklich nicht nachvollziehen, dass das 15 Dollar kosten soll oder 15 Euro für uns hier. Das finde ich wirklich super, super frech. Die Forumsdiskussion geht tatsächlich aber nur um den Sparehead hier, dass es nicht im Patch mit dabei ist, sondern nur fürs DLC. Ich weiß nicht, wie die Leute sich das mal angeguckt haben. Das ist eine Option, die man eh nicht anklicken will, aus meiner Sicht. Aber das ist, worum die sich im Forum aufregen. Kein Mensch regt sich darüber auf, dass ihr 15 Dollar bezahlt, für dass ihr Südafrika spielen könnt und die kommunistisch machen könnt. Ja, okay, Doki. Aber genug Baustellen jetzt gegeben. Ne? Luftkampf wieder, keine Information über Luftkampf. Ihr könnt keine Infanteriewaffen verbessern mit XP oder Artillerie, was ja kleine Länder gebufft hätte, was das Spiel interessanter gemacht hätte. Also es gibt so viele Baustellen, wo man hätte was machen können. Die KI vielleicht mal verbessern, wäre nicht schlecht gewesen. Da gibt es ja so noch zwei, drei Probleme mit dem, dass die halt, ne, wenn die Einheiten transportieren übers Wasser. Naja.
So, das war's eigentlich. Da wollte ich loswerden. Das ist halt so Together for Victory. Ich sehe das jetzt schon kommen, dass das nächste DLC genauso scheiße, ja, so interessant werden wird. Ich weiß halt nicht. Also ich habe das Gefühl, dass die. Also ich weiß ja, die Leute, die da sitzen, ich habe das Gefühl, dass EO4 zu stark in der Firma bei denen vor Ort geworden ist und sich deswegen die ganzen Designer und Programmierer in-house quasi orientieren an den Erfolgsrezepten von EO4. Für EO4 macht das natürlich Sinn, mehr politische Tiefe anzubieten und diese Feature, die sie eingebaut haben. Bei EO4 wird das sicher Sinn machen, auch wenn das 15 Euro immer noch überteuerter wäre. Aber für ein Kriegsspiel wie Hearts of Iron ist das, was sie hier eingeführt haben, einfach nur blödsinnig. Lieber die Game-Mechanik, die sie haben, verbessern und dann können wir damit arbeiten. Naja, aber ich habe auch keine Hoffnung mehr, dass das was wird mit Hearts of Iron 4, dass da irgendwas kommt. Können wir gucken, was in diesem Forum ist, noch ganz kurz. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Naval Battles, Unrealistic. Ja, die arbeiten halt ohne Nachschub. Das sind auch so Sachen, die man einführen könnte. Hätte ich tatsächlich auch nichts gegen gehabt. Ja, weiß nicht, was hier drin steht. In aller Regel ist halt das Steam-Forum ist immer so ein bisschen mehr für Beschwerden und Flames da. Und das Paradox-Forum, da geht es dann wirklich um die Sache eher. Also hier gucken kaum Leute rein, habe ich den Eindruck. Und da gucke ich da auch eher selten rein. Ja. Ja, das haben wir ja dann bald. Tatsächlich will jemand die Ideologie für Indien changen. Das kommt ja dann mit dem DLC, wie ich es verstehe. Dann könnt ihr die halt irgendwas machen. Na gut. Okay, das war's auf jeden Fall. Ja, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, nächste Woche, 15. Da kommt das für 15 Euro. Aber mir kommt kein Let's Play dazu oder irgendwas. Also ich tue mir das nicht nochmal an. Ich habe ein paar Stunden, ein paar hundert Stunden gehabt in HoI4, hat viel Spaß gehabt und jetzt lasse ich, glaube ich, den Rest meines Lebens die Finger davon. Ich sehe nicht, dass das nochmal was gibt. Ja, so, das war's eigentlich in dem Sinne. Und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.